Avatar, kennt ihr diese Marke? Wir kannten sie bislang auch nicht. Es ist aber kein No-Name-Startup. Schließlich steckt dahinter Huawei, Kattel, der Batterieprofi und sogar ein BMW-Chefdesigner. Das Produkt, was dabei rauskam, ist der Avatar One 2. Das zweite Auto von diesem Startup. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich, denn schließlich bietet es keine Heckscheibe, dafür aber ein großes Display auf der Motorhaube, das dann mit den Passanten kommunizieren soll. Außerdem gibt es innen ein weiteres großes Display und ein Displayband, das wirklich alles zeigt, was die 29 Sensoren dieses Autos so herausgefunden haben. Denn dieses Grand Coupé ist zwar auf Luxus ausgelegt, aber der Fokus ist tatsächlich am Ende autonomes Fahren. Bis zu 700 Kilometer Reichweite soll die fast 95 Kilowattstunden große Batterie schaffen. Das ist natürlich ein Brett. Das Auto wird es tatsächlich auch geben. Es ist kein Concept-Car in zwei Ausführungen. Einmal als Heckantrieb, einmal als Allradantrieb mit bis zu 573 PS. Erstmal in China, aber schon 2024 soll es in Europa auf den Markt kommen. Wir sind gespannt, was dieses Luxusding dann auch tatsächlich kosten wird. Wir befürchten über 100.000 Euro.